Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Ypos darf ich Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Videobeitrag begrüßen. Wie findet man zur richtigen Zinsbindung? Das wird das Thema sein. Wir schauen auf die Mathematik. Zinsen und Inflation spielen ebenfalls eine Rolle und die finanzielle Risikobereitschaft als Persönlichkeitsmerkmal sollte in einer Gesamtbetrachtung nicht fehlen. Die folgenden Minuten sind dementsprechend für all diejenigen von Ihnen interessant, die sich entweder damit beschäftigen, eine Finanzierung abzuschließen, um beispielsweise eine Immobilie zu erwerben, oder auch davor stehen, eine Immobilienfinanzierung zu verlängern, weil dementsprechend Sie wieder ähnliche Fragestellungen zu berücksichtigen haben. Und während man heute vielfach nur die Konditionen vergleicht, eben typischerweise den Zins, habe ich Ihnen mal verschiedene Aspekte mitgebracht, die Ihnen hoffentlich auch die Möglichkeit geben, die ein oder andere Fragestellung neu zu betrachten, sodass Sie finanzielle Entscheidungen besser abwägen können. Konkret geht es um einen Fall, der ist rund ein paar Wochen alt. Der Kunde plante, eine selbstgenutzte Immobilie zu erwerben. Die Bank hat ihm drei Zinsangebote gemacht, also entweder 5 Jahre zu 0,8%, 10 Jahre Zinsfestschreibung zu 1,5% und 15 Jahre zu 1,69%. Die anderen Konditionen, wie beispielsweise die Sondertilgung, die waren identisch, die sind also nicht weiter relevant im Vergleich. Und wir schauen nun mal, wie man dieses Thema angehen kann. Im ersten Schritt fragen wir uns, macht es Sinn, eine längere oder eine kürzere Zinsbindung zu wählen? Hierzu nutzen wir die sogenannte Zinsvase, also für die Beispielsumme eines Darlehens von 100.000 Euro. Klar, die Finanzierung war um einiges größer, aber es geht nur darum, den Prozess zu verdeutlichen. Und Sie sehen das mal links dargestellt in der Variante 1, das ist die längere Zinsbindung, also Sie sehen es, 10 Jahre. Und auf der rechten Seite sehen wir die Zinsbindung mit 5 Jahren. Und wir stellen fest, dass wir die monatliche Rate konstant lassen. Also in beiden Fällen unterstellen wir, dass das, was monatlich aus der Tasche herausfließt, 290 Euro beträgt. Da die Zinsen bei dem niedrigeren Darlehen etwas niedriger sind, können wir dementsprechend bei gleicher monatlicher Belastung in Euros etwas mehr tilgen, nämlich rund 2,7% im Vergleich zu diesen 2%. Wenn wir nun die Restschuld nach 5 Jahren betrachten, also dem Zeitpunkt, wo das kürzere Darlehen ausläuft, dann stellen Sie fest, dass die Restschuld bei dem Darlehen mit der kürzeren Zinsbindung natürlich niedriger ist. Warum? Klar, wir konnten natürlich hier eine höhere Tilgung fahren und diese höhere Tilgung schlägt sich in einem Tilgungsvorteil dar oder nieder. Das heißt, die kürzere Zinsbindung führt dazu, dass wir 3.300 Euro mehr getilgt haben, die Restschuld nach diesen 5 Jahren also niedriger. Und die Frage, die wir uns nun stellen, ist, auf welchen Zins kann denn das Zinsniveau steigen, damit die kürzere Zinsbindung immer noch günstiger ist als die längere Zinsbindung in Höhe von 10 Jahren? Und das sehen Sie hier ausgerechnet. Sofern in 5 Jahren der Zins für die nächsten 5 Jahre nicht über 2,33% liegt, war die Variante 2, also die kürzere, die sinnvollere. Sofern der Zins über diese 2,33 steigt, wäre die längere Zinsbindung auf die Gesamtbetrachtung von 10 Jahren günstiger gewesen. Also hier mal eine rein mathematische Betrachtung. Wir machen das auch nochmal analog für den Vergleich zwischen 10 und 15 Jahren. Auch hier wieder das gleiche Spiel. Sie sehen es hier, Variante 1. Längere Zinsbindung, dementsprechend ein höherer Zins als beim kürzeren Darlehen. Beim kürzeren Darlehen wiederum eine erhöhte Tilgung, weil klar, bei gleicher monatlicher Belastung bleibt bei einem niedrigeren Zins mehr für die Tilgung übrig. Hier ein Tilgungsvorsprung nach 10 Jahren von rund 4.500 Euro. Was heißt, dass in 10 Jahren sollte der Zins für die nächsten 5 Jahre nicht über 3,33 stehen, um sich nicht schlechter zu stellen, als wenn unser Kunde hier heute gleich das 15-jährige Darlehen abgeschlossen hätte. Und das gleiche Spielchen machen wir wieder für den Vergleich zwischen 15 und 5 Jahren. Auch hier sehen Sie wieder dargestellt am rechten Bildrand, also Variante 2, die kürzere Zinsbindung 5 Jahre. Hier haben wir die 15 Jahre im linken Teil. Sie sehen es, wir haben einen ordentlichen Tilgungsvorsprung, 5.600 Euro, heißt aber auch wiederum, dass wenn die ersten 5 Jahre abgelaufen sind, die Zinsbindung wird neu verhandelt, dann sollte der Sollzinssatz für das neue Darlehen mit einer 10-jährigen Laufzeit nicht über diesem Satz von 2,8% liegen, sonst wäre eben die kürzere Variante, die längere Variante die bessere gewesen. Also das zum mathematischen Thema, um sich mal zu vergegenwärtigen in Euro, wie sich die verschiedenen Zinsbindungen hier auswirken. Also das ist der Teil Mathematik.
um Ihnen mal deutlich zu zeigen, wie sich Zinsstrukturkurven, die wiederum relevant für die Baufinanzierungszinsen verändern, habe ich Ihnen das mal mitgebracht. Sie sehen hier unten auf der Zeitachse die Zinsstrukturkurve in Jahren. Sie sehen auf der Hochachse den Zins in Prozent und dementsprechend hier mal abgetragen im Zeitablauf, wie sich diese sogenannte Zinsstrukturkurve verschoben hat. Also sprich, vor 10 Jahren war es noch so, vor 5 Jahren, das ist das Orangene, haben Sie für eine Bundesanleihe mit 10-jähriger Restlaufzeit ja eine Rendite bekommen, die war irgendwo so 2,6, 2,7%. Warum sind diese Zinsstrukturkurven für deutsche Staatsanleihen wichtig? Weil wenn Sie hier natürlich noch die Risikoprämien und Pfandbriefindizes und so weiter draufsetzen, dann kommen Sie letztendlich zu dem, was für die Baufinanzierungszinsen relevant sind. Also typischerweise Zinsstrukturkurve deutscher Staatsanleihen plus einen gewissen Risikoaufschlag, dann haben Sie eine Indikation für die Baufinanzierungskonditionen. Und da sehen Sie auch, wie stark sich diese verschoben haben. Vor 5 Jahren hatten wir noch das Niveau in Orange, dann hatten wir das Niveau in Grau vor 2 Jahren, dann ging es ein gutes Stück nach unten. Also man sieht ja auch, in einem kurzen Zeitraum kommt es doch zu relativ starken Bewegungen. Jetzt in den letzten Jahren nach unten, das erfreulich für die Kreditnehmer, aber weniger erfreulich für die Sparer. Also Sie sehen es, es kann auch mal relativ starke und schnelle Bewegungen gehen. Und Sie haben es eben bei den Differenzen gesehen, bei der Zinswaage. Teilweise haben wir da wirklich relativ geringe Differenzen, die die geringere Zinsbindung in Jahren schon wieder unattraktiver wirken lassen. Also lassen Sie sich nicht zu sehr von dem jetzigen Niveau blenden, weil sonst gehen Sie vielleicht auch zu starke Zinswetten ein. Also das sollte man sich klar machen, um hier das Ganze mal auch mal im historischen Kontext einzuordnen. Dann das Thema Inflation. Häufig sagen Anleger, naja gut, Inflation ist ja momentan kein Thema. Und hier möchte ich Sie dafür sensibilisieren, dass Sie bei einer Wahl einer Zinsbindung, die ja doch eine langfristige Geschichte ist, also typischerweise 5 Jahre aufwärts, teilweise können Sie heute Zinsbindung bis zu 30 Jahren darstellen, wenn Sie verschiedene Finanzierungsbausteine kombinieren, dann geht es nicht um die aktuelle Inflationsrate, die sehr niedrig ist, sondern uns interessiert hier die Inflationsrate in einigen Jahren wiederum für gewisse Zeiträume. Und auch hier wiederum die Darstellung von vor einigen Wochen, da sehen Sie die Inflation, wie sie auch am Finanzmarkt unter anderem gemessen wird, das klingt immer kryptisch, die 5-Year, On-5-Year, Forward Inflation. Also wie erwartet man die Inflation in 5 Jahren für die nächsten 5 Jahre? Und das soll Ihnen auch einfach mal ein Gefühl dafür geben, dass es nicht wichtig ist, auf die aktuelle Inflation zu schauen, wenn man sich über das Thema Zinsen Gedanken macht, sondern auch mal die Inflationserwartung anzuschauen. Und hier ist der Markt vielleicht auch ein ganz guter Indikator und da sehen Sie, die Inflationserwartung doch etwas höher als das, was man momentan in den Statistiken des Bundesstatistikamtes hier vorfindet. Warum ist das wichtig? Weil Sie als Kreditnehmer, Sie zahlen einen Nominalzins, sagen wir mal von 2%. Und wenn die Inflation 1% beträgt, dann ist der Realzins, den Sie bezahlen, eben 1%. Und wenn die Inflation sich verändert von 1 auf 2% und der Zins ist festgeschrieben, dann ist der Realzins, den Sie bezahlen, 0%. Also sprich, was als Sparer für Sie nachteilig ist, ist eben für Sie als Kreditnehmer positiv und auch das ein Aspekt, den man sich vergegenwärtigen sollte. Und hier geht es nicht darum, spekulative Zinsdifferenzgeschäfte anzudenken, sondern sich einfach nur klarzumachen, dass auch eine Finanzierung bzw. eine Verbindlichkeit, die man selbst eingeht, natürlich auch eine Art von Inflationsschutz bieten kann. Und so wie der Sparer momentan leider Gottes sehr stark getroffen ist von der sehr flachen Zinsstrukturkurve und den niedrigen Zinsen, so profitiert natürlich momentan der Darlehensnehmer davon. Und das, wie gesagt, deswegen die am Markt gehandelte Inflationserwartung, glaube ich, ein besserer Indikator bei solchen Zinsbindungsentscheidungen, die langfristig sind, als die jetzige Inflationsrate, die Sie hier auf Monatsbasis präsentiert bekommen. Der nächste Punkt, die finanzielle Risikobereitschaft. Dies ist ein Persönlichkeitsmerkmal, vergleichbar einer Schuhgröße, verändert sich auch nicht von jetzt auf gleich, sondern als Persönlichkeitsmerkmal tendenziell relativ stabil. Diese kann man auch messen. Ich habe Ihnen mal die ein oder andere Frage hier rauskopiert, die auch den Kontext zum Thema Finanzierung hat. Und Sie sehen es zum Beispiel hier Frage 23, Sie sehen schon, das ist ein bisschen rauskopiert, ja, hier Frage 7, dann 8, oben die 23, aber Sie sehen schon hier, stellen Sie sich vor, Sie nehmen zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft Geld auf, es ist unklar, wo die Zinsen hingehen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, sie können steigen oder fallen und Sie können sich nun darüber entscheiden, wie viel Prozent beweglich sein soll und wie viel Zins Sie festschreiben möchten und
Hier können Sie eben sagen, na, wie möchte ich mich denn am liebsten entscheiden? 100% variabel, also niedriger Zins, aber keine Zinssicherheit für die Zukunft, oder eine Kombination von fix und variabel, oder möchte ich 100% festmachen? Und dann auch die Frage, wie fühle ich mich normalerweise, wenn ich bedeutende finanzielle Entscheidungen getroffen habe, was typischerweise bei einer Immobilienfinanzierung immer der Fall ist. Bin ich eher pessimistisch, bin ich eher optimistisch? Und dann auch nochmal dieses Thema bei Frage 8, Sie sehen es hier unten, wenn Sie sich entscheiden müssen, welche Mischung von Fixgehalt zu variablen Komponenten wie Bonus oder Provision würden Sie denn haben wollen? Also wo liegt man da? Und hier kommen wir über 25 Fragen, kommt man zu einem sehr, sehr aussagekräftigen Bild, was die finanzielle Risikobereitschaft betrifft. Und wir empfehlen das auch immer zu tun vor jeder Geldanlageentscheidung. Aber das natürlich auch hier beim Thema Baufinanzierung. Und wie üblich können Sie diese Zugangsdaten zu diesem online gestützten Test kostenfrei bei uns anfordern. Einfach eine kurze E-Mail mit dem Betreff Risiko an die info@ypos-fp.de senden. Ansonsten, wie sollten Sie vorgehen? Die Grundfrage, wie viel Immobilie kann, will ich mir leisten? Die Eigennutzimmobilie ist natürlich ein Konsumgut. Da sollten wir nichts schönreden, weil am Ende des Tages das, was Sie als Zins an die Bank zahlen, ist genauso weg wie die Miete, die Sie dem Vermieter zahlen. Und im heutigen Umfeld haben wir, glaube ich, die Gefahr, dass sich der ein oder andere vielleicht etwas zu viel Immobilie leistet, weil das eine ist der Zins, den Sie zahlen, der ist zugegebenermaßen sehr, sehr niedrig. Das andere ist natürlich die Tilgung, die man natürlich auch stemmen können muss, und dazu natürlich auch Instandhaltungsaufwendungen und ähnliche, die natürlich bei einer Immobilie, die vielleicht 30% oder 40% teurer ist als vor 5 bis 6 Jahren, natürlich auch die Instandhaltungskosten proportional mitsteigen, genauso auch wie mögliche Steuern, die hier anfallen. Dann, wie viel Eigenkapital soll ich einsetzen? Die Frage kann man auch nicht pauschal beantworten. Meines Erachtens spielt es einen großen Unterschied, ob Sie ein Beamter sind, der einen sehr fixen Einkommensstrom hat und der auch jederzeit wieder Geld aus seiner Immobilie über eine Darlehensaufstockung wieder rausnehmen kann, also extrahieren kann, als wenn Sie einen Selbstständigen haben, dem es relativ wenig nutzt, wenn das Geschäft mal schlecht läuft, er zwar eine ziemlich entschuldete Immobilie hat, aber die Bank sagt, naja, beim Blick auf Ihre Einnahmen-Ausgabenrechnung und die Entwicklung des Unternehmens, ja, Vermögen ist zwar da im Sinne der Immobilie, aber einen Kredit können wir darauf nicht geben, weil wir wollen das Haus nicht in die Zwangsverwertung nehmen. Wir achten eher auf die Einnahmenüberschussrechnung. Also von daher, da darf man nicht zu sehr in Pauschalen denken. Welche Faktoren sind Ihnen bei der Wahl der Finanzierung wichtig? Also da kommt es nicht nur darauf an, wie hoch ist der Zins, sondern wie viel Sondertilgung möchte ich drin haben? Ist es mir wichtig, die laufende Tilgung während der Laufzeit anpassen zu können? Wie weit sind Sondertilgungen vielleicht von der Relevanz? Also gibt es ja viele verschiedene Aspekte, und das heißt auch, welcher Ansprechpartner ist der richtige? Also hier sollte man verschiedene Varianten vergleichen, und meines Erachtens Punkt 1 ist natürlich, dass der Ansprechpartner die Konditionen verschiedener Finanzierungsgeber, also Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Krankenversicherer, die sollte er einbeziehen können. Das kann man heute über moderne Plattformen tun. Da haben Sie ruckzuck 300 bis 400 verschiedene finanzierende Institute. Aber auch diese anderen Konditionen spielen natürlich eine Rolle. Wer bindet Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau mit ein? Wie sind die Flexibilitäten bezüglich der Laufzeiten? Manche Institute bieten zum Beispiel nur Laufzeiten von 10 Jahren. Alles andere geht dann über die Bausparkasse. Das ist in vielen Fällen dann doch etwas schlechter, als wenn Sie gleich eine längere Zinsbindung wählen mit einer annuitätischen Tilgung. Oder teilweise geben die Versicherer aufgrund des Anlagenotstandes auch sehr interessante langfristige Darlehen raus, da Sie die Rücklagen für Ihre Versicherten vernünftig anlegen wollen. Also da muss man ein bisschen was tun, und der sechste Punkt, ich habe ihn extra festgemacht oder fett gemacht, die Auswirkungen auf die Finanzplanung. Wo will ich eigentlich hin? Wie viel Immobilie kann ich mir leisten? Geht meine Altersvorsorgeplanung trotzdem noch mit auf? Wie sieht es mit beruflichen Veränderungen aus? Weil auch das muss man natürlich offen und ehrlich sagen, wenn ich heute eine Immobilie erwerbe mit Grunderwerbsteuer, Nebenkosten, Makler und Notar und alles, was dazugehört, dann habe ich mal ruckzuck 12-13% an Nebenkosten investiert, und die sind natürlich nicht werterhöhend in der Immobilie, sondern die sind natürlich einfach weg. Kosten der Transaktion, die gibt Ihnen niemand wieder zurück, wenn Sie die Immobilien im Jahr verkaufen müssen. Also Finanzplanung, wichtiges Thema. Also wenn Sie noch keinen Finanzplan erstellt haben, keine Privatbilanz, keine Liquiditätsplanung, dann meines Erachtens der Immobilienerwerb ein sehr guter Ansatzpunkt, um das Thema mal anzugehen. Das Thema Familienabsicherung. Was passiert, wenn einer von beiden ausfällt? Also sprich, wenn die Finanzierungsrate sich so hoch bemisst, dass ich mir keine Berufsunfähigkeitsabsicherung und keine Risikoabsicherung mehr leisten kann, weil die Finanzierung so knapp kalkuliert ist,
dann ist das meines Erachtens ein großes Problem, meines Erachtens auch ein existenzbedrohendes Thema und auch bei der Nachfolgeplanung spielt es eine Rolle. Nachfolgeplanung, ja, klar, im Sinne von Tod, leider Gottes, es sterben auch Menschen, aber auch hier die Frage natürlich, gibt es ein Testament, was passiert eigentlich, wenn einem der beiden, zum Beispiel Eheleute, was passiert, gerade auch bei Patchwork-Familien spielt es eine Rolle oder viele sind ja heute auch zusammen, haben vielleicht auch gemeinsame Kinder, sind aber nicht verheiratet, da fehlen viele Regelungen, die der gesetzliche Ehestand ohnehin regelt. Also Immobilienfinanzierung, großes Thema, man kann vieles regeln und ich hoffe, ich konnte Ihnen mal ein Gefühl dafür geben, welche Punkte aus meiner Perspektive für eine gute und solide Finanzierungsberatung eine Rolle spielen, also eben Zinsen, Inflation, bisschen Mathematik und dann kommt auch noch einiges Rechtliches und Steuerliches dazu und sofern ich Sie sensibilisieren konnte, stehen wir natürlich gerne auch für Rückfragen und Anregungen zur Verfügung. Ansprechpartner bei uns im Haus, mein geschätzter Kollege, der Herr Marco Metzger. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und darf Ihnen noch ein schönes Jahr wünschen und vor allem auch einen guten Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2016. Bis bald, auf Wiedersehen.